Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es nochmal um ein spannendes Thema aus dem Internetrechtbereich, nämlich um das Thema Online-Videorekorder. Zu denen hat der BGH am 11.04.2013 entschieden, dass diese Online-Videorekorder wie Shift-TV oder Safe-TV illegal sind. Sie sind deswegen illegal, jedenfalls nach derzeitiger Ausgestaltung, weil sie ein Recht der Sender verletzen. Das ist das sogenannte Recht auf Kabelweitersendung. Jetzt ist das Gute, dass man als Online-Videorekorder dieses Recht sich auch kaufen kann. Und ich gehe davon aus, dass die Online-Videorekorder diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs, obwohl sie verloren haben, sogar begrüßen werden, weil sie sagen, okay, alles andere ist bei uns ja legal, uns fehlt nur dieses kleine Recht auf Kabelweitersendung für dieses Millimeter Kabel an die Festplatten hinten dran. Da fehlt uns ein Recht. Das können wir uns aber kaufen, denn es gibt eine Pflicht der Sender, dieses Recht zu verkaufen. Wollen die zwar nicht, aber müssen sie jetzt wahrscheinlich verkaufen. So, also erstmal die Nachricht. Bisherige Ausgestaltung der Online-TV-Rekorder war wohl illegal. Das hat der Bundesgerichtshof jetzt nochmal bestätigt. Es gab schon mal eine Entscheidung dazu im Jahre 2009, jetzt nochmal. Aber für euch die viel spannendere Frage: Was bedeutet das für den Nutzer, die bislang diese Online-Videorekorder genutzt haben und sich dort Sachen aufgenommen haben? Muss ich das löschen? Ist mein Account hinfällig? Wird da jetzt nichts mehr passieren? Oder habe ich mich sogar illegal verhalten? Dazu hatten wir schon mal einen Beitrag gemacht, den updaten wir jetzt aber nochmal im Kopfe, denn klar, wir haben uns die neue BGH-Entscheidung mal zu Gemüte geführt, beziehungsweise die Meldung, die es dazu schon gibt. Und aus unserer Sicht bleibt es dabei. Die Nutzer, die sind bislang immer schon davon ausgegangen, dass diese Online-Videorekorder legal sind. Zumindest sind sie nicht offensichtlich illegal. Und hier greift der Grundsatz, den ich fast in jedem zweiten meiner Videos erwähne und verbreite. Solange eine Quelle, von der ihr euch etwas herunterladet, nicht offensichtlich illegal ist, dann macht ihr eine ganz normale, legale Privatkopie. Insofern, ihr könnt nicht sehen, ob Shift TV, Safe TV mittlerweile schon die Verträge mit den Sendern geschlossen hat. Insofern sind solche Online-Videorekorder aus unserer Sicht keine offensichtlich illegale Quelle. Ihr dürft es euch runterladen und begeht dadurch keine Urheberrechtsverletzung. Doch Achtung, ihr dürft die Sachen natürlich nicht weiter verbreiten. Zwar an Freunde könnt ihr Kopien machen, aber nicht mehr ins Internet stellen. Das wäre strafbar. Manche denken, sie könnten Serien, die schon mal im Internet gelaufen sind oder im Fernsehen gelaufen sind, im Internet weiterverbreiten. Das wird gerade in den File-Sharing-Tauschbörsen jedenfalls sehr, sehr oft abgemahnt. Also, so viel der aktuelle Stand zu den Online-Videorekordern. Da wird es bestimmt auch in Zukunft noch das ein oder andere Video zu geben. Wir wollten euch nur kurz updaten. Danken für eure Konzentration, eure Aufmerksamkeit, dass ihr wie immer dabei wart. Und bitte verbreitet dieses Video, so breit es nur geht, sofern euch es gefallen hat, über die sozialen Netzwerke. Und vielleicht kriegen wir dadurch den einen oder anderen neuen YouTube-Abonnenten auf wbs-law.tv. Danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.